Ja, guten Morgen oder guten Vormittag. Ich freue mich auch, dass ich hier bin. Ich bin genauso gespannt, was sich über den Tag jetzt noch ereignen wird. Ich werde auch einiges Neues kennenlernen und auch bei der Podiumsdiskussion am Ende dann sicherlich neue Aspekte kennenlernen. Bin natürlich auch ein bisschen aufgeregt, wie das alles so weiterläuft. Und freue mich, wenn ich jetzt einiges, ja, vielleicht was Neues bei Ihnen aufwecken kann oder auch Bekanntes, Kreativität ein bisschen. Wenn Sie Fragen haben, Verständnisfragen, können Sie gerne zwischendurch direkt die Hand heben und loslegen. Ich kläre das lieber im Kontext, wo ich dann auch gerade bin. Wenn Sie irgendwas diskutieren wollen, dann bitte merken und erst am Ende. Genau. Ja, ich beschäftige mich mit der Frage ganz einleitend, was ist Kultur? Da fällt mir jetzt gerade ein, ich hatte eine Art Handout. Haben wir das hier irgendwo? Das, okay. Ich werde meinen Vortrag zweiteilen und erst im ersten Teil so ein bisschen aufgreifen, was eigentlich ja, die herrschende Meinung über Kultur ist. Und im zweiten Teil das dann alles ein bisschen auseinanderpflücken und eine neue Perspektive aufbauen. Für den zweiten Teil, da reiche ich dann eine Art Handout aus, weil ich da einige Zitate mit einbinden werde und die versteht man ja doch meist besser, wenn man sie dann mitlesen kann. Genau, also insofern, das mit dem Ausdrucken hat noch ein bisschen Zeit. Ja. Ich möchte auch gar nicht so direkt anfangen, dass ich anfange zu sagen, was eigentlich Kultur ist, sondern ich möchte Sie bitten und einladen, mal ganz frei zu assoziieren, was Sie eigentlich unter Kultur verstehen oder was Sie damit verbinden, was den Grund hat, ja, um zu gucken, wo stehen Sie eigentlich oder was wünschen Sie sich vielleicht auch, was wollen Sie hören, wo haben Sie schon gewisse Ideen und dann schaue ich mal, ob ich da auch im Laufe des Vortrags drüber spreche, was vielleicht übrig bleibt, worüber wir später nochmal sprechen können und was sich dann ja, während der Zeit auch ergibt. Damit möchte ich dann also gleich anfangen, dann gebe ich einen ganz kurzen Einblick in verschiedene theoretische Perspektiven, weil sich doch immer zeigt, dass die Definition von Kultur sehr davon abhängig ist, aus welcher Perspektive man schaut. Das heißt, was will man eigentlich herausfinden, in welcher Zeit man sich bewegt, welche Fragen sind eigentlich gerade aktuell und ja, was man eigentlich herausfinden möchte. Die Zielfrage ist natürlich immer das, was auch ein bisschen das Ziel vorgibt am Ende. Und wenn Sie soweit sind, dann würde ich Ihnen jetzt einfach ein bisschen Raum und Zeit geben, um mal ganz frei zu assoziieren, was ist eigentlich, was verbinden Sie mit diesem Wort Kultur? Es kann ja nun alles sein. Also seien Sie ruhig kreativ. Es gibt keine falschen Antworten. Es geht von A bis Z. Coca-Cola. Gut, hat noch jemand eine Idee oder? Hochkultur. Hochkultur. Leitkultur. Leitkultur? Ja. Mhm. Kulturlandschaften. Mhm. Taucht noch irgendwo ein Wort auf? Unternehmenskultur. Mhm.
Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt hinten lesen kann. Also die Schrift ist jetzt nicht sonderlich schön an dieser Stelle. Was war das? Baukultur. Ja, okay. Und dann Wohnkultur. Das ist gut, ja. Kulturabgabe, okay. Ja. Kulturschock. Oh ja. Das ist ja schon mal eine ganze Menge. Kulturimperialismus. Ah, Kulturfestival. Interessant. Bald ist das Blatt voll. Cultural Studies. Gleich ein Fachbegriff noch. Politikkultur. Kulturpolitik. Dann mache ich mal. Politik, Kultur, Politik. Und hier im Emsland ganz besonders wichtig, der Kulturkampf. Ja, das ist schon ziemlich voll. Ja. Denkmal. Denkmal. Mhm. Wie bitte? Landschaft. Landschaft? Ich lasse es mal hier bei Kulturlandschaften. Kann man ja auch auftrennen. Kann man ja so lassen. Ja, ich glaube, ich muss das jetzt einfach mal abbrechen, weil schon so viele gute Ideen genannt worden sind. Da werde ich tatsächlich einige von aufnehmen. Teilweise hängt es auch so ein bisschen ja, zusammen und es ist nicht genau der gleiche Begriff, aber hat doch irgendwie damit zu tun. Und ja, da werde ich auf jeden Fall nochmal drauf zurückkommen. Ich lasse es jetzt erstmal hier, dann kann man immer nochmal so ein bisschen schauen, was wurde eigentlich genannt, was sage ich eigentlich und kann es dann mit dem eigenen Assoziieren wieder verknüpfen. Und ja, vielen Dank für die guten Ideen. Geht das jetzt von der Einstellung? Ein bisschen höher. Ein bisschen höher? Mhm. Ist wahrscheinlich nicht höher jetzt, oder? Gut. Ja, ich mache jetzt einen kleinen Bruch. Nachdem wir gerade ein bisschen kreativ waren, kommt jetzt
ganz kleiner Einblick in ein bisschen Theorie, aber wirklich nur in 3, 4, 5 Sätzen. Da will ich auch gar nicht direkt so einsteigen, das wird dann viel zu kompliziert. Und wenn jemand da mehr Interesse hat, mich gerne hinterher einfach nochmal ansprechen, nachfragen. Und auf meinem Handout habe ich dann auch nochmal einige Namen und ein bisschen Literatur zusammengefasst. Also wer interessiert ist, kann sich da dann später auch nochmal mit beschäftigen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, hängt die Definition von Kultur ja auch davon ab, aus welcher Perspektive man schaut. Und eine Perspektive, die sehr alt ist, aber interessanterweise heute immer noch sehr aktuell, ist die aus dem Evolutionismus. Also so alt ist auch wieder nicht, aber 19. Jahrhundert hat doch noch viel mit heute zu tun. Und da wird oder wurde zunächst mal eigentlich eine Trennung aufgemacht zwischen Mensch und Natur. Wobei, die gab es vorher auch schon, aber ist Teil dessen. Die Natur ist nun wild, wuchert vor sich hin, die kann man aber auch kultivieren. Und das kann man, setzen Sie dann parallel auch zum Menschen. Der Mensch kann wild sein, der Wilde. Evolutionismus hängt viel auch mit dem Kolonialismus zusammen, das sind also die wilden Menschen. Und die gehören zivilisiert, kultiviert wie in der Landschaft. Das war also zu der Zeit so die Überzeugung. Ein sehr bekannter Anthropologe, Thomas Hilland Erickson, wer sich dafür interessiert, also das ist wirklich ein großer Name, der hat es auch beschrieben, dass damals eben so das Credo galt, the burden to civilize the savage, also die Aufgabe, die Wilden zu zivilisieren. Das war damals eben sehr rassistisch geprägt natürlich und auch darwinistisch geprägt, weil es darum ging, Survival of the Fittest kennen wir alle, glaube ich, ein bisschen aus der Biologie. Das heißt, es geht eigentlich um Evolutionismus, sagt es ja schon, die Evolution des Menschen von einem Punkt zum nächsten Punkt. Und das zeigt auch gleichzeitig, dass ein ganz fundamentales Denken in diesem Bereich, was heute auch noch vorherrscht bei uns, die zeitliche Linearität ist. Wir können uns das gar nicht anders vorstellen, als dass Zeit linear verläuft. Gestern, heute, morgen, übermorgen. Es gibt aber tatsächlich Gruppen, die das anders sehen. Da kann Zeit zirkulär laufen. Wir kennen das vielleicht ein bisschen aus dem Buddhismus mit Wiedergeburt und so. Insofern, daran kann man schon erkennen, das war doch noch eine andere Kulturdefinition. Ja, weitaus mehr rassistischer geprägt als heute. Aber es sind doch noch sehr viele Teile dessen heute vorhanden, also zeitliche Linearität oder eben dieses evolutionistische Denken. Es gibt noch viel, viel mehr theoretische Perspektiven natürlich. Ich kann jetzt einfach mal ein paar Stichworte nennen für diejenigen, die es vielleicht interessiert. Richtung Funktionalismus, wir hatten auch schon Cultural Studies, das ist natürlich auch nochmal eine besondere Art. Cultural Ecology sagt zum Beispiel, so wie die biologischen Bedingungen eigentlich sind, die ökologischen Bedingungen, das wiederum hat Einfluss darauf, wie sich die Menschen in der Gegend entwickeln, was für Verhaltensweisen sie auch, um überleben zu können, überhaupt aufbauen. Jede dieser Richtung, dieser theoretischen Richtung, hat auch meiner Meinung nach immer irgendwie einen Sinn, also kann man nachvollziehen. Natürlich gibt es aber auch immer Kritik, die auch berechtigt ist. Das geht dann hin bis zu einer Theorieform des Relativismus, wo eigentlich alles, was jemand macht, relativ gesehen wird und gar keine Kritik mehr vorherrscht. Also da kann man sich am Ende fragen, warum beschreibe ich jetzt eigentlich eine Ethnie mit ihrer Kultur, wenn ich damit am Ende ja doch nichts mache, außer sie zu beschreiben. Da ist zum Beispiel dann die marxistische Kulturforschung, die das ganz anders macht, die beschreibt anhand ihrer Kategorien, Basisüberbau, Arbeiterklasse, Elite und stülpt, wie so viele andere, eben dieses Konzept auf andere Gesellschaften
über. Gerade jetzt vermehrt natürlich durch Kapitalismus, Globalisierung. Ist das soweit klar? Wie gesagt, wenn irgendwas unklar ist, einfach Hand heben. Das Besondere an meinem Fach ist, der Kultur- und Sozialanthropologie, dass wir diese Kritik, zum Beispiel wie bei der marxistischen Kulturforschung, das so wichtig ist, auch ja, weltumspannende Problematiken mit aufzunehmen, dass wir diesen Anspruch auch haben. Und gleichzeitig aber sagen, wenn man etwas beschreiben will, eine Kultur einer bestimmten Ethnie, dass man dann nicht die eigenen Konzepte benutzen sollte, sondern die Konzepte derjenigen Kultur oder Ethnie, Gesellschaft, die man untersuchen möchte. Denn sonst packe ich eigentlich immer einen Deckel auf einen unpassenden Topf. Wenn ich beschreibe, bei Farben, das ist so ein typisches Beispiel, um es auf eine andere Ebene zu bringen, ein Pullover ist grün. Sehe ich das Grün ganz anders, als es vielleicht eine andere Person sieht? Wir wissen im Prinzip gar nicht, was das wirkliche Grün ist. Es hängt immer davon ab, aus welcher Perspektive man schaut. Und das ist eben so der Anspruch aus meinem Fach. Und da geht es zum Beispiel auch darum, wir haben so ein bisschen hier Landschaft, Kulturlandschaft, das Stichwort gehabt. Und was ich auch schon sagte, Natur und den Menschen, den kann man gar nicht unbedingt so trennen. Es gibt Gesellschaften, da ist die Natur auch der Mensch. Dadurch, dass die an Seelenwanderungen glauben und ein Baum, ja, also eine menschliche Seele in einem Baum zum Beispiel sein kann, kann man den zum Beispiel gar nicht einfach so fällen. Man muss ihn vorher entmenschlichen. Es ist ein Mensch, da ist eine menschliche Seele drin. Da ist dann, sind schon, dann zum Beispiel Schamanen sehr bedeutsam, weil die das können. Das ist ihre Aufgabe. Daran merken wir, wenn wir so sehen, okay, der Umgang mit Natur zum Beispiel liegt eben auch daran, wie wir überhaupt unser Menschsein begreifen, dass anscheinend Kultur als Regelwerk, als Moralvorstellung, als Normen und Werte mit Religion zu tun hat. Und das sieht man heute ja auch, dass wir, aktuellstes Beispiel, Islam. So, ist ja ganz groß in den Medien. Wir haben also die Religion Islam und daraus schließen wir auf eine ganz bestimmte Kultur. Wie wir auch sagen, gut, es gibt eben das Christentum und das ist eben eine andere Kultur. Wir verknüpfen also ganz direkt Religion und Kultur. Und um das zu veranschaulichen, da werde ich dann noch weiter mit arbeiten, male ich das einmal auf. Dafür muss ich das jetzt mal abreißen. Ich bin da jetzt mal ganz unkreativ und schreibe einfach eine Religion kann also eine Kultur werden und da stellen wir uns was ganz Bestimmtes drunter vor. Mit ganz bestimmten Werten, mit ganz bestimmten Normen, mit ganz bestimmten Verhaltensweisen, Vorstellungen, was richtig und falsch ist. Und dann gebe ich dem jetzt mal die Form eines irgendwas. Als eine Form von einer Kultur. Dann gibt es ja aber verschiedene Religionen, also gibt es auch verschiedene Kulturen, die jeweils andere Formen haben, weil sie ja andere Werte haben, andere Normen haben. Also es gilt eigentlich nur, um zu symbolisieren, was wir uns vorstellen, was so der herrschende Diskurs ist. Es gibt eben verschiedene Kulturen, die auf verschiedenen Religionen gründen. Ist das soweit alles klar? Gut, ich mache nochmal ein Dreieck dazu. Wir haben ja also im herrschenden Diskurs meinetwegen Islam, Christentum, Buddhismus ist ja auch schon da und ja, also viele nebenbei, aber ich denke mal, das reicht bisher. Ich lasse es so stehen und komme dann nochmal drauf zurück.
Was das veranschaulichen soll, ist außerdem, dass wir so denken, okay, jede Kultur ist so ganz klar voneinander abgrenzbar. Das sind ja ganz andere Formen. Und so ist ja auch der Diskurs über der Islam ist eben so und das Christentum ist so und das passt nicht so richtig zusammen, weil die ganz anders sind. Das sollen diese verschiedenen Formen eigentlich symbolisieren, dass es auf jeden Fall so deutlich voneinander abgrenzbar ist, weil es anders ist. Jetzt ist es ja aber so, dass wir heute nicht mehr in Religionsgemeinschaften leben, sondern in Staaten. Und ich hätte auch gleich stehen bleiben können. Dieses staatliche Gebilde gibt uns ja auch wieder bestimmte Werte an die Hand. Also es gibt uns vor, was richtig und falsch ist, Gesetze, Normen und so weiter. Das male ich jetzt mal als ein Haus auf. In diesem Haus sind wir zu Hause, wir kennen uns aus, mehr oder weniger wissen, was richtig und falsch ist, was man darf und was man nicht darf. Ich komme jetzt nochmal zurück zu dieser Frage, wie eigentlich in einem Staat dieses Wir aufgebaut wird. Das sind die ersten Zitate von diesem schon genannten ganz tollen Anthropologen Erikson, der eben einen Staat bzw. erstmal eine Kultur definiert dadurch, dass sie, ich lese es erstmal auf Englisch vor, aus Abilities, Notions and Forms of Behavior persons have acquired as members of society. Also eine Kultur entsteht auch dadurch, dass sich die Menschen ihr Verhalten eigentlich als Gesellschaftsmitglieder aneignen, also durch einen ständigen Austausch mit den Werten, die aktuell sind, dann passiert irgendwas, Politik, Geschichte, da muss man also wieder mit Werten sich auseinandersetzen, kreiert sie vielleicht neu. So entsteht eben diese eine Kultur oder überhaupt Kultur. Wenn jetzt aber so ist, dass eben verschiedene Gruppen in einem Staat sind, dann ist es so, dass es auf einer Basis der gemeinsamen Verständigung stattfindet. Und das ist das Zitat Nummer 2. In order to survive in society, they depend on a number of shared social conventions or implicit rules for behavior. Also es gibt eben nicht nur die eigenen Werte, sondern das, was der Staat eigentlich vorgibt als Werte, das Haus drumherum. Das ist das, worauf man sich geeinigt hat als gemeinsame Werte, die für alle gelten, die jetzt in diesem Haus sind. Egal, ob sie jetzt ein Quadrat oder ein Dreieck oder irgendwas anderes Förmiges sind. Und ein anderer, auch ganz bedeutender Anthropologe, Clifford Geertz, der hat von den Bindungsgefühlen gesprochen, die man als Person in einem Staat zu den staatlichen Institutionen aufbaut. So verbindet man sich eben auch mit der Bedeutung des eigenen Staates, was also die Konstruktion unseres Staates ausmacht. Ist das soweit verständlich? Ja, das ist also jetzt dieses Wir, was sich irgendwie durch diese ganze Interaktion entwickelt und produziert und getragen wird von der Elite. Die erzählt uns nämlich in der Abgrenzung zu anderen, weil sie ja diesen Staat als Einheit haben will, wer wir denn eigentlich sind und wer wir nicht sind. Und ja, ein ganz bedeutsames Beispiel in der aktuellen Politik ist eigentlich so, wie Angela Merkel eben versucht hat zu sagen, dann ist das nicht mein Land, ja. Oder genau, also dass wir diese Fremden, diese anderen reinlassen sollten. Warum auch immer, gut, sie macht auch manchmal andere Dinge, als sie sagt, aber sie hat es zumindest gesagt. Und dann gab es eine andere Gruppe, andere politische Gruppe, die gesagt hat, nein, also die jetzt zum Beispiel mal die AfD, gehört aber nicht zu uns. Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Also das sind nicht wir. Und man sieht ja an den Wahlen, an den Stimmen, wie viel
wo gerade eigentlich mit ihrer Meinung sind, wie sich das auch ein bisschen ändert oder was aufkommt. Insofern kann man daran auch ein bisschen ablesen, wie dieser Diskurs davon abhängt, wie er gewählt wird. Also wie jemand, der an der Macht ist, auch an der Macht bleiben kann, je nachdem, was er sagt. Und da haben wir ja gerade erlebt, naja, ja? Mal so einen Begriff einführen, der in letzter Zeit sehr oft irgendwie auch in den politischen Debatten vorkommt, der Wertegemeinschaft. Genau, die Wertegemeinschaft, ja. Ja, wobei also niemand irgendwie so sehr konkret wird, was es dann zu sagen, wie es genau definiert wird. Ja, das ist eigentlich ein schönes Phänomen, die Wertegemeinschaft oder auch andere Begriffe. Das ist so eine Art Haus, da denken wir, oh ja, da sind wir ja sicher. Das gibt uns einen Rahmen. Was das jetzt konkret bedeutet, da müssten wir jetzt ins Detail gehen. Und dann sind wir wieder bei demselben Bild, oh, es gibt ja nicht nur das Christentum, es gibt ja ganz viele Arten von Christentum. Dann gibt es ja noch die ganzen Sekten und freien Kirchen und ich weiß nicht was. Und Atheisten und Heiden und andere. Da wird es dann schwierig, das Gemeinsame zu finden. Und das sollten wir uns auch immer im Kopf behalten, wenn wir über die anderen nachdenken. Damit komme ich jetzt zu diesem großen Thema, das Othering. Das ist so ein Fachbegriff, der genau diesen Prozess eigentlich aufnimmt, dass wir andere immer als anders darstellen, obwohl wir eigentlich das Wir, wie wir gemerkt haben, gar nicht immer so ganz konkret fassen können. Wir reden zwar immer davon, dass es gibt, das gibt. Wenn man dann im Detail guckt, ist es aber doch irgendwie wieder nicht ganz so rund. Doch irgendwie immer offen und veränderbar und veränderlich. Es gibt einen anderen, ich glaube, er ist ja auch Anthropologe, Michael Moorman heißt er, der hat eine Studie gemacht, das war ganz interessant, bei den Lu, die, also es ist eine Ethnie, brauche jetzt auch nicht viel mehr zu sagen, hat aber sich überlegt, naja, er will dazu schreiben, wer sind eigentlich die Lu? Um diese Frage zu beantworten, hat er dann diese Ethnie, die Lu, selber gefragt. Und deren Antworten, wie er dann rausgefunden hat, war, also die haben dann ganz konkrete Eigenschaften gesagt, wie, ja, wir sind so und so, diese und jene Charaktereigenschaft ist ganz speziell unsere. Und dann hat er herausgefunden, dass die aber gar nicht so speziell waren. Die anderen, von denen sich die Lu abgrenzen wollten, hatten diese Eigenschaften auch. Aber die Lu haben eben gesagt, nein, das sind unsere Eigenschaften. Das heißt, dieses Wir, was sie konstruiert haben, ist eigentlich nur in deren Köpfen so existent. Es hat gar nicht so viel mit dem zu tun, was man sieht, sondern mit dem, was man denkt. Das habe ich in einem relativ langen Zitat mit drin, aber das lasse ich jetzt mal beiseite. Das ist Zitat Nummer 5. Da steht es einfach nur nochmal, wenn man sich hinterher nochmal das durchlesen will. Jetzt ist es ja so, dass wir auch andauernd mit dem anderen immer mehr konfrontiert sind. Durch Globalisierung ist ja andauernd irgendwie mehr Leute hier, die irgendwie anders sind. Und dazu hat Marc Auger mal geschrieben, das Bild, das ist Zitat Nummer 4, das Bild vom anderen verliert seine scharfen Konturen und aus Angst vor der Einsamkeit und dem Unvorstellbaren laufen wir Gefahr, es einfach abzuwerten und erstarren zu lassen, wie es schon mit dem Bild unserer eigenen kollektiven Identität geschehen ist. Das heißt, weil wir Angst haben vor diesem anderen, weil wir es eben als etwas ganz Fixes sehen, entsteht da so eine Abgrenzung, weil wir unser Wir ja auch als fix sehen. Wir produzieren unser Wir fix und produzieren im gleichen Gedankengang das andere auch fix. Und dadurch machen wir es unvereinbar. Das ist aber eigentlich ein reiner Gedankengang. Eine ja, emotionale Überlegung im Prinzip. Jetzt kann man natürlich sagen,
Natürlich gibt es Unterschiede. Also die Unterschiede oder dieses, ja, was wirklich nur zu uns gehört, existiert in Teilen dann irgendwie doch. Pünktlichkeit oder sagt man ja so. Naja, wenn man dann mal ein Beispiel, was ich, als ich den Vortrag mal geübt habe, hatte, Bürokratie. Ja, wir Deutschen, wir sind doch so total die Bürokraten. Ist doch typisch deutsch. Mein Mann ist Kolumbianer. Und er sagt, also klar, gut, Deutschland ist sehr bürokratisch, keine Frage. Aber wenn man in Kolumbien zu irgendeinem Amt geht und irgendwas haben will, dann braucht man erstmal den rosanen Zettel. Und da, um den rosanen Zettel zu kriegen, braucht man erstmal den blauen Zettel. Und für den blauen Zettel braucht man erstmal den gelben Zettel. Und für den gelben Zettel muss man erstmal, ich weiß nicht, wer die Geschichte von Asterix und Obelix kennt, aber eigentlich genauso. Also, Deutschland ist bürokratisch, aber andere auch. Da sind wir ja gar nicht so anders. Da haben wir ja Gemeinsamkeiten. Und damit komme ich zu diesem großen Thema, womit identifizieren wir uns eigentlich? Und worauf konzentrieren wir uns bei diesem Bild wir und die anderen? Dazu sagt auch nochmal Marc Auger, das ist jetzt Zitat Nummer 6, eine Krise dieser Orientierung über wir und die anderen tritt erst dann ein, wenn die Identifikationsmechanismen am Ende des Unterscheidungsprozesses nicht mehr greifen. Wenn das Anderssein als Ausschluss gedacht wird. Und genau dies ist eine der essentiellen Charakteristika moderner Gesellschaft, wie wir sie in der europäischen Gemeinschaft finden. Es wird ein Unterscheidungsprozess vollzogen, ohne dass gleichzeitig die Identifikationsmechanismen greifen können. Was heißt das jetzt? Und da zoome ich jetzt mal ganz ins Private rein, in eine persönliche Beziehung. Da wissen wir ja eigentlich alle, naja, der Partner oder die Partnerin, wir haben Gemeinsamkeiten, aber die ist auch manchmal, die Person ist manchmal auch ganz anders. Manchmal so anders, dass wir auf einer ganz breiten Straße nicht auf demselben Fußweg laufen, weil wir uns so darüber ärgern, dass die Person so anders ist. Manchmal streiten wir uns so darüber, dass wir anders sind und denken, boah, nee, das geht ja überhaupt nicht. Am nächsten Tag sind wir ja doch wieder zusammen, weil wir uns darauf konzentrieren, was wir gemeinsam haben. Wenn wir uns bei unserer Beziehung und bei unseren Freunden immer darauf konzentrieren würden, wie anders die sind, ja, ich weiß nicht, ob das dann so funktionieren würde. Natürlich ist Anderssein auch interessant, es ist auch sehr positiv, aber häufig ist es dann doch irgendwie, dass man sich ja, davon nicht bestätigt fühlt oder unsicher. Die eigene Identifikation wird irgendwie, hat keinen Boden mehr unter den Füßen. Hängt aber eben, wie gesagt, davon ab, worauf wir uns konzentrieren, was wir eigentlich in den Blick nehmen. Und das ist bei der Frage nach Kulturen, wir und die anderen, eigentlich das Zentrale, worauf konzentrieren wir uns eigentlich, um die als die anderen zu definieren und uns als wir, um so verschiedene Kulturen überhaupt aufzumachen. Und hier gibt es ja, in der Literatur ganz verschiedene Bilder, ganz verschiedene Gedankengänge zu. Da können wir zum Beispiel Ulf Hannerz, ja auch ganz großer Mensch eigentlich in dem ganzen Thema, Zitat Nummer 7, wir können unsere Aufmerksamkeit auch auf andere Arrangements richten, in denen jemand mit einer Reihe von Menschen etwa seine Religion teilt, mit anderen seine Musik und mit einer dritten Gruppe die zwei oder drei Sprachen, die er vielleicht spricht. Und in all dem gibt es vielleicht noch ein paar andere, die dieser Person ähneln. Damit spricht er eigentlich an, dass so eine Wertegemeinschaft, so eine Kultur oder Gesellschaft aus ganz vielen verschiedenen Menschen besteht, die unterschiedlich ist und man teilt sich manchmal eben das eine und manchmal eben das andere, weil jeder Mensch ja aus ganz bestimmten Bedeutungsformen oder ich habe das so ein bisschen übersetzt, Puzzlestücken besteht.
Das ist so ein Bild, was ich eigentlich auch ganz, ganz schön fand. Man kann sich Kultur im Prinzip als Puzzle vorstellen. Und jede Kultur hat ihre eigene Komposition von diesen Puzzleteilen oder eigene Komposition von Farben, wenn man das jetzt so machen möchte. Aber trotzdem gibt es ja Farben, die auch in beiden Puzzlen vorkommen. Stücke, die gleich sind, die in beiden Puzzlen vorkommen. Die Frage ist, ob wir uns darauf konzentrieren, die, die anders aussehen, wahrzunehmen oder die, die gleich aussehen oder ähnlich. Ja? Es gab in den 1970er Jahren, wurde in den deutschen Schulunterricht eine neue Teilslehre eingeführt, zwar im Mathematikunterricht, die Mengenlehre. Und zwar ging es darum, man hat eine Gesamtmenge, man hat Schnittmengen, man hat Teilmengen. Und das ist eigentlich, finde ich, eine ganz gute Möglichkeit, auch so eine kulturelle Identität innerhalb von einem großen Gebilde. Also ich teile vielleicht mit A, die ja vielleicht auch irgendwie gerne irgendwie Französisch spricht und Französisch essen geht, irgendwie diese Leidenschaft, aber mit anderen dann nicht. Naja, genau, ja. Es gibt Dirk Becker, der Kultur in eine Formel packt. Also der geht da sehr mathematisch ran, für diejenigen, die es interessiert. Ich habe es nicht so gut verstanden, das war mir doch ein bisschen abgehoben, aber gut, ist ganz interessant. Ja, Marc Auger sagt in diesem Zusammenhang auch noch was anderes, Zitat Nummer 8. Kein Individuum ist Träger der Weltkultur. Gibt also ganz viele verschiedene Puzzle. Also der Summe all jener Normen, Errungenschaften und Praktiken, die man heranzuziehen versucht ist, wenn man die Gemeinschaft beschreiben will, der das Individuum angehört. Jeder steht zu dieser Summe in einem anderen Verhältnis, abhängig von seinem Alter, von seinem Geschlecht und von seinem sozialen Status. Außerdem hat jede Kultur ihre Spezialisten und ihre Randgruppen, ihre Erneuerer und ihre Ignoranten. Und jede Kultur verändert sich auch durch den Kontakt mit anderen Kulturen, was auch den Austausch der Individuen mit einschließt. Nur dann ist eine Kultur wirklich lebendig, wenn sie ständigen Kontakt mit anderen Kulturen, wie mit der Geschichte und deren Ereignissen ausgesetzt ist. Das beschreibt ein bisschen, wie es dann doch zustande kommt, dass man sagt, naja, irgendwie stimmen Vorurteile ja doch. Weil das, was wir als Vorurteil kennen, tatsächlich existiert. Die Frage ist nur, existiert es nur oder existiert es auch? Also typische Eigenschaften, ja, die Deutschen sind so bürokratisch oder immer pünktlich, existiert natürlich. Hat ja auch mit Sozialisierung zu tun, hat aber heute auch damit zu tun, ich gehe mal jetzt in meine nicht lange zurückliegende Studienzeit zurück, Pünktlichkeit, ja, das hieß dann eine Viertelstunde später kommen als eigentlich angesagt. Nicht nur an der Uni, sondern auch im Privaten. Also, es gibt die Deutschen, die pünktlich sind, aber es gibt auch andere. Die Frage ist, worauf konzentrieren wir uns? Was nehmen wir jetzt als die Geschichte, die wir immer wieder erzählen und immer wieder erzählt bekommen? Das ist ein ständiger Prozess von Selektion im Prinzip. Von dem, was wir denn überhaupt erzählen wollen oder was der herrschende Diskurs ist. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass diejenigen, die in der elitären Ebene auch mitbestimmen, wer eigentlich wie er ist, das funktioniert über Medien und so weiter, dass die nicht so gerne sagen, die Deutschen sind unpünktlich. Das ist ja doch hier eher nicht so positiv gesehen. Ja, denken wir mal zurück, oder ist ja immer noch Finanzkrise, die faulen Griechen und die faulen Spanier, die irgendwie rumhängen und nicht so viel arbeiten oder so. Also macht sich schon der Wert auf Pünktlichkeit und Fleiß, ja, das ist deutsche Kultur im Gegensatz zu den anderen. Stimmt natürlich überhaupt nicht. Also man hat in Studien herausgefunden, in Spanien arbeiten die Leute tendenziell mehr Stunden als hier in Deutschland. Wir haben hier in Deutschland ja auch nicht die Hitzewelle mittags, die einen so erschlägt, dass man gar nichts anderes machen kann, außer im Bett zu liegen. Die arbeiten dann eben morgens und abends und essen deswegen auch so spät.
Also insofern ist bei solchen Sätzen immer die Frage, ja, was beziehen wir eigentlich mit ein? Welchen Kontext? Oder halten wir uns an so einer ganz einfachen Wahrheit auf, die uns einfach ein Gefühl von einem Wir gibt, weil die anders sind als wir. Wir sind die Guten und ja, die anderen, naja, gut. Man kann also Kultur als eine Art von Geschichte verstehen. Es sind immer Erzählungen, die halt ein bisschen zutreffen, aber ja nie 100%. Wir machen sie eben zu dem, dass sie quasi repräsentativ stehen. Und da fand ich es ganz schön, was Ulf Hannertz geschrieben hat. Anstatt zu einer großen Geschichte zurückzukehren, stellen wir uns Kultur besser mithilfe einer Vielzahl kleinerer, verschiedenartiger Geschichten vor. Geschichten über Bedeutung und bedeutungsvolle Formen, die sich immer wieder neu verbinden über Begegnungen, Mischungsverhältnisse und Übergänge. Also bei Kultur immer dran denken, es ist ein Prozess, der nie ganz stimmt, sondern eigentlich immer nur eine Selektion ist, die erzählt wird. Hatten wir ja auch schon beim Frühstück von Peter gehört. Ich habe auf dem Handout jetzt noch zwei weitere Zitate. Das eine ja, geht nochmal ein auf genau diesen Prozess zwischen dem anderen und dem Wir, dass wir eben das andere so fix machen und uns gleichzeitig selber auch fix machen und dadurch eigentlich erst die Andersartigkeit kreieren. Wir könnten ja auch die Gemeinsamkeiten fokussieren. Wir kreieren aber eine Abgrenzung, indem wir die ja anders machen, als wir uns selber sehen. Das ist mit Angst begründet auch. Und diese Angst versucht er zu nehmen, indem er sagt, das Ende des anderen würde wahr, wenn der andere nicht mehr Konsistenz besitzt als derselbe. Also wenn wir uns in diesen ganzen Gedankengängen von, die sind aber anders, bewusst machen, dass deren Anderssein genauso ein Prozess ist, wie unser Wir-Sein immer neu kreiert wird, dann brauchen wir auch gar nicht so viel Angst vor diesem Anderssein zu haben und würden es dadurch auch gar nicht mehr kreieren. Es gibt, ich weiß jetzt nicht, wie viele Spanisch können, aber ich kann es auch direkt übersetzen. Das habe ich während einer Arbeit gefunden und fand es so toll, dass ich es mir irgendwie aufgeschrieben habe und gemerkt habe. Von einem, ich weiß gar nicht, ich glaube, er war Ethnologe, der mit einem Indigenen gesprochen hat in Chile. In Chile gibt es ja noch viele Indigene. Und dieser Indigene hat gesagt, ich kann es ja einmal auf Spanisch lesen, damit das klar ist, hay chilenos que dicen que si soy indígena, ¿por qué entonces uso jeans? A mí me dan ganas de decirle que ni él ni yo somos made in USA. Heißt übersetzt, es gibt Chilenen, die sagen, wenn ich denn indigen bin, warum trage ich denn Jeans? Ja, das Bild, eine indigene Person hat bitte irgendwie als edler Wilder in einem Lappen umgehängt mit Pfeil und Bogen durch den Wald zu laufen und Vögel abzuschießen. Aber doch nicht in der Stadt mit Jeans und vielleicht noch einem Bier in der Hand oder in einer Universität zu sein. Da haben wir also unser Bild von diesem anderen, von dem Indigenen und dem edlen Wilden. Darauf antwortet er dann, in solchen Situationen macht es ihm Spaß oder würde er Spaß daran haben, zu antworten, dass weder er noch ich made in USA sind. Wie die Jeans und die ganzen Klamotten, die wir tragen, gar kein Ausdruck mehr sind für den Ort, wo wir herkommen. Oder für ein Ich, für eine Identifikation. Wir bewegen uns also andauernd in diesem anderen, in diesem, was sich ergibt aus der Globalisierung, aus dem ständigen Kontakt, aus der ständigen Veränderung. Beschweren wir uns darüber? Nö, machen wir einfach mit. Ist halt, wir müssen ja irgendwas tragen an Klamotten. Und da geht's also auch. Insofern, ja, nochmal zurück, dass das alles sehr viel mit Erzählungen zu tun hat, mit Reproduktion auch von Erzählungen, aber auch mit
herrschendem Diskurs, also mit Elite, mit Macht Streitigkeiten. Also klar, es gibt natürlich immer die Gruppen, die um die Macht konkurrieren. Insofern gibt es auch verschiedene Diskurse, die konkurrieren, wie Angela Merkel und AfD meinetwegen, als aktuelles Beispiel. Und so habe ich versucht, mit diesem Ganzen dann mal in einem Satz, in einem längeren Satz, das alles zu verbinden. Und das ist jetzt das Letzte. Kultur ist eine Erzählung einer sich natürlicherweise wandelnden Denkfabrik, also die Gesellschaft mit den Staaten und so weiter, in Form der jeweiligen Elite und des jeweiligen Volkes, deren Motive sich aus der Interaktion zwischen den beiden Entitäten auf der unerschöpflichen Suche nach stabiler Identität und Macht stets neu ergeben und neu produziert werden. Also eine unendliche Geschichte, da es nie ein Ziel gibt. Und wenn es dazu noch Fragen gibt, dann gerne jetzt. Sonst bin ich jetzt erstmal fertig. Sie hatten noch eine Frage? Oder die Ergänzung von zwei Stichworten. Es gibt ja auch so diesen Begriff der völkischen Kultur, der jetzt in den letzten Wochen wieder aktuell geworden ist. Und das geht ja zurück auf die Forderung der Nationalsozialisten, vorher auch schon der Kaiserlichen, die 1914 gesagt haben, wir kennen keine Parteien mehr, wir kennen nur noch Deutsche. Und Hitler hat eben gesagt, das Völkische, das heißt die absolute Überlegenheit der germanischen Rasse, wird das Hauptkennzeichen des Deutschen Reiches sein. Und daraus machen wir dann auch ein germanisch geprägtes Europa. Und wohin das geführt hat, haben wir ja gesehen. Ich will damit sagen, dass die Forderung, eine bestimmte Kultur auch mit einem Gleichheitszeichen zu versehen und das auf ein Land zu produzieren, in die Irre geht. Ja. Und daneben gibt es natürlich Länder, in denen verschiedene Kulturen schon lange zusammenleben, vier Völkerstaaten, wo das mal gut geht, mal weniger gut geht. Es gibt Apartheid, an die wir uns erinnern, in Südafrika, wo zwei Kulturen in einem Staat zusammengelebt haben. Und in Deutschland gibt es ja auch eine ganz lange Geschichte der Zuwanderung, wir dann so erleben, dass diejenigen, die schon länger hier sind, sagen, wir gehören dazu, aber die Neuen nicht. Und mir ist da so ein Zitat in Erinnerung geblieben von einem iranischen Wissenschaftler, Kermani ist natürlich auch in bestimmten Kreisen bekannt. Er hat gesagt, ich bin eigentlich weder ein Iraner, noch bin ich ein Deutscher, sondern die mich prägende Kultur, das ist die Kultur von Pablo Neruda. Weil Pablo Nerudas Gedichte haben mir den Weg in die Liebe gezeigt. Und das ist meine Identität. Ja, schön. Nee, das zeigt natürlich auch genau, dass wir uns nicht vorstellen sollten, dass so ein Prozess dieses Wir-Bildens, der immer stattfindet, harmonisch abläuft. Also ich denke, alle wissen, das ist ja in einer Beziehung genauso. Ein gemeinsames Wir zu finden, eine gemeinsame Basis, hat immer damit zu tun, dass man sich streitet. Die Frage ist, ob man dem im Raum gibt oder nicht. Und das ist natürlich gerade bei den rechtsgerichteten Gruppierungen so, dass sie dem gar keinen Raum geben. Dass sie eben ganz definitiv sagen, das ist das Richtige und der Rest ist das Falsche. Und dazu besinnen sie sich auf einen eigentlich relativ wahllos fixen Zeitpunkt in der Geschichte, wo sie meinen, ja, das zeigt, was das Wir ist, beachten dabei aber gar nicht, dass es da vorher auch schon eine Zeit gab. Ja, aber das scheint doch für viele Menschen eine gewisse Sicherheit zu geben. Nicht? Ja. Deshalb orientieren die sich ja so. Genau, diese Sicherheit kommt natürlich, ich mache einfach mal eins nach dem anderen, auch daher, da fühlen wir uns wohl natürlich, wir müssen uns auch nicht so viel auseinandersetzen mit unbequemen Thematiken.
ist natürlich immer einfacher zu sagen, ja, so ist das und anders ist nicht gut. Ich glaube, hinter ihm war... Der Kurt hat mich das selber gleichzeitig sagen, und zwar in dem Fall, wo das Wohlbefinden abnimmt, das Sicherheitsbedürfnis wächst und dass da die Konflikte entstehen. Wenn es mir super gut geht, dann mache ich hier sozusagen meinen Zaun auf und guck mal, wer da so kommt. Und wenn ich so selber Schwierigkeiten habe, dann, um beim Haus zu bleiben, merke ich plötzlich, das Kellerfenster steht auf und ist mir unheimlich. Ne? Und dass das so diese Konflikte erst sozusagen auch entstehen lässt. Das geht doch gut. Wie bitte? Aber uns geht es doch so gut. Ja, aber es herrscht eben der Diskurs, ja, dass andere gefährlich sind. Es ist ja ein gefühltes Gutgehen und ein gefühltes Schlechtgehen. Ich wollte noch mal eine Geschichte erzählen, die mir gerade eingefallen ist. Darf ich kurz überziehen? Ergänzen wir mal dieser Gedanke der Identität. Das ist ja nur ganz wichtig. Also es geschieht ja keine Erziehung ohne Identität. Und insofern haben wir ja alle irgendwie etwas, mit was wir uns identifizieren. Das gibt es ja, das ist die Frage, das wechselt ja auch immer wieder. Wer kriegt eine, was bleibt eben auch was Altes? Also das ist ja der Wandel wahrscheinlich. Aber diese Identität ist ja ganz wichtig, sonst kann sich das wir ja nicht entwickeln. Mhm. Ja, also ja, wobei auch die Identität, haben Sie ja gerade selber gesagt, ein Prozess ist. Da würde ich schon sagen, es kommt immer darauf an, welchen Referenzpunkt man sich in der Geschichte setzt, um zu sagen, dass was Altes bleibt oder auch nicht. Also wenn wir 1500 Jahre zurückgehen, dann glaube ich, bleiben da sehr wenige Gemeinsamkeiten oder noch länger. Also man kann sich ja, es gibt so lustige Videos, wo man sieht, wie sich über die letzten 2000 Jahre die Staatsgrenzen eigentlich verschoben haben. Auch Identität ist ein Konstrukt, wo wir immer im Jetzt sind und nur einen ganz engen Rahmen eigentlich zeitlich gesehen zur Definition mit rannehmen. Und was geschichtlich ist, was weiter weg ist, eher weniger mit in die Definition mit reinnehmen. Ich glaube, das ist auf den Mikrokosmos bezogen, nicht auf den Makrokosmos. ja, klar. Aber ich fand es ja unglaublich spannend, im letzten Herbst, als die vielen Menschen aus anderen Ländern zu uns kamen, wie lange es gehalten hat mit der Hilfsbereitschaft und wie schnell das dann umkippte, obwohl es gar keinem schlecht ging. Mhm. Ging ja gar keinem schlecht und trotzdem kippte das plötzlich und eine große Aversion entstand und eine Abgrenzungsideologie war plötzlich da. Natürlich nicht von denselben Menschen. Ja. Naja, ich habe es aber auch bei einem Menschen erlebt, die dann plötzlich umkippte. Ja, klar, es ist auch problematisch, weil wir natürlich mit anderen Werten konfrontiert werden. Das ist ja, natürlich sind also andere auch anders. Die Frage ist, ob sie nur anders sind. Patriarchalische Gesellschaften, wenn wir die heute damit konfrontiert werden, ist uns das schon etwas fremder geworden. Also vor 100 Jahren wäre uns das nicht so fremd gewesen. Das, klar, und da müssen wir uns wieder mit auseinandersetzen und da müssen wir auch immer wieder mit arbeiten. Braune Kopftücher, ich erinnere mich noch genau an meine Oma. Ich wollte jetzt eine Sache erzählen. Ich war noch einmal bei dem komischen Laden, das war ich war nur einmal in meinem Leben in einem vorwiegend islamischen Land und das war Albanien. Und das Interessante dabei war, das hat man nicht bemerkt. Obwohl die mir immer erzählt haben, oh, und der Imam hat unheimlich viel zu sagen und der muss das hier alles abnehmen und das muss alles. Es ist schon, die sind schon auch sehr, sehr, sehr fromm und sehr streng, glaube ich, teilweise. Aber das Europäische hat überwogen. Einfach. Das lag zum Teil auch daran, dass Tirana in der Zeit, das war wie eine Hexenküche des Kapitalismus. Also ich konnte, weil ich mir die Straßennamen nicht merken konnte, konnte ich mich an den Werbetafeln nach Hause ins Hotel zurückhangeln. Aber mir ist das Islamische, natürlich, man hat mal ein Minarett gesehen oder so,
auch ein Imam mit so einem Turban drauf oder mit so einer Kappe. Aber das ist mir so die Erzählung vom Islam, die war nicht da. Die war für mich nicht da. Die Folklore. Ja. Das heißt, hatte ich ganz anders erwartet. Und da war kein Islam in meinem Buch. Ja, es hängt ja auch damit zusammen, dass auch der Islam genauso aufgefächert ist wie das Christentum. Und eine Freundin hat mir das neulich mal erzählt. Mir ist es noch nicht aufgefallen, aber wer das Auge dafür entwickelt, sieht auch, dass jedes Kopftuch, nicht jedes, aber viele anders gebunden sind, weil die wieder anderen Richtungen entspringen. Und da können wir eben nicht hinkommen und denken, ich weiß, wie der Islam ist. Nee, wissen wir eigentlich nicht. Bitte. Vielleicht eine adäquate Untersuchung. Kühn hat versucht, ethisch die Religion zu untersuchen und zu sagen, was haben wir gemeinsam in den Religionen? Das ist das Unterschiedliche. Und dabei hat er in den gesamten Weltreligionen noch Buddhismus, Christentum, Hinduismus, Moslem, alles, hat er sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten herausgearbeitet und gesagt, die sollten wir erstmal herausstellen und nicht immer das, was das Gegenteil ist. Das entspricht etwa Ihren Darstellungen. Ja. Nur auf religiösen, reiner religiöser Ebene hat er das untersucht. Ja, das ist schön. Da wir gerade schon bei diesem Komplex Identität und Geschichte waren, würde ich den gerne noch kurz mit einem Satz illustrieren und dann noch was nachfragen zu dem, was vielleicht folgen könnte aus den Überlegungen, die wir bisher gehört haben. Es gibt den schönen Satz von Bismarck, wo er auf die Frage, was Deutsch ist, antwortet, ich weiß jetzt nicht, wen ich damit ausschließen würde oder wen Bismarck ausschließen würde, Katholiken, Sozialdemokraten und Juden können schon mal per se nicht deutsch sein, also internationalen Kulturen angehören, alle drei. Die Frage, wie man damit umgeht, wenn man das überwinden will, ich denke, da tut sich ein Spannungsfeld auf. Also was wir heute gehört haben in dem Vortrag, lief ja viel darauf hinaus, wenn man die Kulturen als etwas Flexibleres versteht, kommt man so ein Verhältnis vielleicht von Anerkennung. Ein Gegenentwurf wäre vielleicht aber auch ein Absehen von den Kulturen. Also im Englischen gibt es ja immer noch deutlicher als im Deutschen die Unterscheidung Kultur-Zivilisation, wo Zivilisation und bürgerliche Rechte ja eher davon leben, ich würde mal sagen, dass es irrelevant ist, ob ich eine jüdische Kultur, eine katholische Kultur, eine sozialdemokratische Kultur pflege, sondern Emanzipation auch als Absehen oder Abstrahieren von den Kulturen sich vollziehen kann und nicht nur als Anerkennung einer solch bunten Vielfalt. Das ist die Frage, ob das noch Verbindungslinien hat oder ob wir da tatsächlich dann eher, wenn man dieses Haus betrachtet, zwei verschiedene Arten der Ausgestaltung zu diskutieren hätten. Wenn man abstrahieren will von den verschiedenen religiösen Gemeinschaften meinetwegen oder überhaupt irgendwelchen Gruppierungen von Menschen, landet man ja doch häufig dabei, bei den eigenen zu bleiben. Also zum Beispiel, auch wenn ich nicht christlich bin und nicht an unseren christlichen Gott glaube, bin ich trotzdem christlich geprägt. Meine Werte sind trotzdem christlich geprägt, weil ich hier aufgewachsen bin. Kann ich gar nichts gegen machen. Und dann ist es schwierig natürlich davon, sich irgendwie wegzubewegen. Wobei das in meinem Studium schon durchaus, dadurch, dass man andere Kulturen mit ihren anderen Werten auch kennenlernt, jedenfalls theoretisch, das Erste, was passiert, ist, dass erstmal eigentlich deine Vorstellung von Lebensmöglichkeiten, Welterklärungsmöglichkeiten dir weggezogen wird und plötzlich stehst du ohne Boden unter den Füßen da. Ja, und dann, also ich habe das nicht übersieht, das Haus ist halt nicht nur aus Kulturen gebaut. Also auch Religionsfreiheit wäre eine Wand in dem Haus, die genau davon lebt, dass das erstmal als irrelevant betrachtet wird. Wollen Sie direkt dazu? Ich wollte auch vielleicht bei der Geschichte noch mal ansetzen.
Ich habe nicht so ein schönes Zitat von Bismarck, aber Tucholsky hat, glaube ich, mal ein Gedicht geschrieben, worauf man in Europa stolz ist, Deutscher zu sein, Franzose zu sein, Engländer zu sein, Italiener zu sein, kein Deutscher zu sein, kein Italiener zu sein und so weiter. Und daran anknüpfend möchte ich sagen, dass ich das insgesamt für die heutige Zeit ein bisschen optimistischer sehe, wenn man nämlich aus der Geschichte bei dem, was Sie angesetzt haben mit dem Sozialdarwinismus, mit dem Kolonialismus und Imperialismus, wo sozusagen den Menschen eingebläut wurde, du bist der Gute und du bist der Schlechte. Und dann fortgeführt ins letzte Jahrhundert mit dem Nationalismus, wo eigentlich allen Menschen in einem Land immer das vermittelt wurde, das Gegenteil von dem, was wir heute wollen, dann ist es doch eigentlich heute so, dass man in der Geschichte der Bundesrepublik ein paar Tendenzen positiver sehen kann, nämlich dass gerade auch Kultur gesehen wird als etwas, was verbindet und wo auch inzwischen eine ganze Reihe von, man spricht auch vom europäischen Haus zeitweise, man spricht von interkultureller Kompetenz und so weiter. Und viele Menschen haben sich doch auch auf diesen, von der Auffassung her, auf diesen Weg gemacht, allein dieses Wir und die anderen zu durchbrechen und in einem gewissen Verständnis zu sehen, so wie Sie das ansprechen. Also ich fühle mich hier sozusagen immer noch viel wohler, als wenn ich denken würde, dass ich 100 Jahre zurückdenken müsste. Ja, keine Frage, das. Ja, direkt zu dem Thema eben noch, oder was? Ja, einfach, also Sie sagten vorhin, also dass eben dann unter Umständen, wenn Sie dann mehr erfahren, der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Aber ich meine, ist das nicht eine Frage von persönliche Identität und sozusagen Persönlichkeitsstärke, also ich würde mal die Gegenannahme wäre zu sagen, je mehr Informationen, mehr Bildung ich habe, desto mehr Auswahl habe ich, so sozusagen, für irgendwas zu entscheiden. Es muss nicht unbedingt die Identität zerstörend sein, wenn man sozusagen mehr erfährt, sondern es ist einfach eine Frage, vielleicht in der heutigen Zeit auch einfach Überforderung, ne? und vielleicht Desorientierung dadurch. Ja, und Desorientierung, also ich würde nicht sagen, dass die Konfrontation, dass meine Weltsicht eben nicht das Nonplusultra ist, sondern andere genau das gleiche Recht haben, ihre Weltsicht zu leben, dann die Identität verringert, wenn man eben den Mut hat, das auch zuzulassen und die eigene Meinung zurückzustecken. Und dieser Moment der Desorientierung, ich weiß gerade nicht, wo ich das her habe, aber ist ja, also Desorientierung ist ja immer ein positiver Moment, weil dadurch etwas in Bewegung gerät, was wir dann verändern können. Also Desorientierung ist eigentlich genau diese Aktivierungsenergie sozusagen, die wir brauchen, um was Neues erschaffen zu können. Weil wir merken, das, worauf wir stehen, ist eigentlich ja, nicht das, was wir weiter verfolgen wollen. Wenn man das so sagt. Ich muss aber sagen, wenn, also zu deinem Thema, dass ich das mit noch nicht ganz verstanden habe, was du sagen wolltest. Wenn das später nochmal kommt. Noch ein Hinweis, man muss natürlich bei diesem Thema auch mal wieder die alten Theorien hervorglauben, die aus dem Marxismus kommen. Denn dort gibt es ja nicht eine Gesellschaft, die in sich homogen ist, sondern die sagen ja auch, es gibt verschiedene Kulturen in einer Gesellschaft. Es gibt Gramsci zum Beispiel, der das in Italien sehr, sehr ausführlich ausgearbeitet hat, und der hat den Kampf der Kulturen in eine Gesellschaft verlegt und hat gesagt, es gibt eben die Kultur der Herrschenden, es gibt die Kultur der Unterdrückten, es gibt die Kultur des Proletariats und so weiter. Das ist sicherlich heute nicht mehr so ganz von brennender Aktualität. Nur was immer noch zutrifft, ist natürlich, dass wir in verschiedenen Gesellschaften Kulturen innerhalb dieses Staatswesens, innerhalb dieses Hauses haben. Mhm. Wenn Sie einmal Saudi-Arabien gucken, da sagen Leute, das ist eine sehr konservative islamische Kultur dort. Aber wenn wir die Gesellschaft ansehen, sehen wir, dass es oben eine ganz kleine Spitze von Eliten gibt, die über 99% der Ressourcen verfügen
Und dann gibt es eine sehr kleine Mittelschicht und eine große Masse von Menschen, die überhaupt am Existenzminimum darben und die unterentwickelt sind, die ungebildet sind und so weiter. Und wenn wir es auf Deutschland übertragen, da ist es natürlich nicht so krass, aber wir haben ja auch eine RTL-2-Kultur, ja, die heute wahrscheinlich nicht vertreten ist. Aber, das ist eine andere Perspektive, um dieses Thema der Kultur oder des Kampfes der Kulturen zu betrachten. Nur wir sind ja nicht alle gleich in einer Gesellschaft. Klar, und Kultur ist auch abhängig vom Geschlecht, von Alter und von sozialer Ebene. Auf jeden Fall, da gibt es so viele Unterschiede innerhalb Deutschlands, dass man eben schwer sagen kann, was ist denn jetzt so typisch deutsch, ja. Gibt es noch Anmerkungen oder Diskussionsbedarf oder Fragen? Ja, bitte. Vielleicht zum Abschluss nochmal das Zeichenhaus. Wir sind hier in einem Haus. Und wer das Programm beobachtet hat, über die Jahre hinaus, so ist auch in diesem Haus immer wieder verschiedene Ebenen der Reflexion über Gesellschaft und Kultur zu sehen gewesen. Das stimmt, ja. Das ist zu diesem Ort. Darauf kommen wir nachher in der Podiumsdiskussion auch nochmal. Ja, genau, ja. Ja. Auf die Bedeutung der Kunst, sozusagen der bildenden Kunst, in der Reflexion von kulturellen Aspekten. Genau. Gibt es denn noch, ich weiß jetzt gerade nicht, wo das andere Plakat hin? Hinter Ihnen. Gibt es denn sonst noch Bedarf, nochmal über irgendwas Konkretes zu reden? Wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit. Ich hoffe, es hält. Nur Coca-Cola. Ja. Aber bei Coca-Cola und Jeans, da habe ich mich erinnert an irgendeine Passage bei Huntington in dem Clash of Civilizations, Kampf der Kulturen, vor 20 Jahren, wann das gekommen ist. Da wundert er sich auch darüber, dass in irgendeiner Karawanserei mitten in der Wüste ein Auto steht, wo ein paar Jungs dran rumbasteln, um das wieder flott zu machen. Und diese Jungs tragen Jeans und Adidas Tennisschuhe und sie hören amerikanische Popmusik dabei und trinken Coca-Cola, ja, bevor sie auf die Knie fallen, um ihr Gebet zu verrichten. Ja, da haben wir diese... Ja. Stimmt, ja. Das ist so ein globaler Konsens. Ja. Das sind so 3, 4, 5 Sachen, die finde ich manchmal ganz nett. Ja, mein Mann hat auch gerade, knüpft auch nochmal daran an, einer Freundin geholfen, die forscht gerade in Kolumbien, in einer indigenen Ethnie. Und er hat ihr die Aufnahmen von den Interviews transkribiert, also aufgeschrieben. Und da reden die eben auch sehr viel von, wer sind wir und was macht uns eigentlich aus, weil ein Problem zum Beispiel in Staaten mit indigenen Gruppierungen ist, dass sich die indigenen Gruppierungen definieren müssen, damit sie Rechte bekommen können, Sonderrechte als indigene Gruppen. Das ist natürlich eine große Herausforderung, da ganz konkret sagen zu können, wir sind jetzt so und so und so. Das haben sie eben getan, in Unterhaltungen, ja, nach Nachfragen, und gleichzeitig lief dann immer im Hintergrund Hip-Hop. Das ist auch eine Thematik, wo die Definition von wir natürlich auch immer, ja, groß im Vordergrund steht. Und dann kann ich vielleicht noch kurz anknüpfen, also auch mit den Häusern und den verschiedenen Staaten, was ja auch immer vorkommt, dass zum Beispiel Menschen, die aus einem Land in ein anderes Land kommen, dort einige Jahre leben und dann wieder zurückgehen, plötzlich merken, sie sind eigentlich weder hier noch da, wo sie geboren sind, inzwischen nicht mehr so ganz zu Hause, weil sie von beiden jetzt was mitgenommen haben. Und das zeigt, dass Kultur erlernt ist und immer neu gelernt wird. Ja, andere, Entschuldigung. Das ist ja auch diese kulturelle Identität. Der hat eine andere. Er hat eine dritte, die hybride Form. Genau.
Und dann gibt es wiederum das Phänomen, dass Menschen in andere Staaten kommen. Chile ist auch ganz bedeutsam. Viele Deutsche sind ja nach Chile gegangen und konzentrieren da quasi das, was sie aus ihrem Zeitalter in Deutschland mitgenommen haben und leben da jetzt ein Deutschtum von vor, was weiß ich, wie vielen Jahren. Also da merkt man auch wieder, ja. Genau, es ist doch mit den Türken hier auch, ne? Das ist auch, ja, viele Türken, klar. Das, wobei, ich meine, jetzt gerade die Entwicklung in der Türkei ist. Ja, gut. Ja. Mennoniten in Südamerika. Ja, also es gibt ganz, ganz viele solcher Thematiken überall aktuell. Ja, wollen wir dann in die Mittagspause gehen oder gibt es noch? Ich möchte noch eine Geschichte zum Thema Bayern erzählen. War, weil der Name Bismarck empfiehlt. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Bismarck hat ja dann 1871 das Deutsche Reich gegründet und es gab eine Person, die das absolut nicht wollte, dass der König von Preußen deutscher Kaiser wird. Das war König Ludwig II. Von Bayern. Und dann hat Bismarck die Spione geschickt und die haben gesagt, der Mann ist total pleite mit seinen Bauten. Und dann hat Bismarck dann einen Boten geschickt und gesagt, brauchen Sie Geld? Und der König hat gesagt, ja. Und dann hat Bismarck gesagt, irgendwie brauche ich eine Unterschrift. Und dann hat er unterschrieben und hat umgerechnet von Preußen nach heutigem Wert 13 Millionen Euro bekommen, damit er weiterbauen konnte. Also man kann sich auch so Leute kaufen. Ja. Ja, dann bedanke ich mich und ich hoffe, Sie haben was mitgenommen, ich muss sich daran erinnern. Und dann wünsche ich eine gute Pause. Ja, das ist schon gut. Ja.